Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen. Ihr habt es ja letzte Woche schon in meinem Neuzugänge-Video gesehen und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Und ja, ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Inhaltsangabe. Ich habe das Buch mal wieder hier hinten hingestellt. Ihr wisst, mit meiner Kamera und Schaustellen und so, die hat das ja immer nicht allzu gerne, wenn sich da so viel bewegt. In Save Me geht es um Ruby. Und Ruby ist ein ganz normales, durchschnittliches Mädchen, so wie ich. Und gut, ich bin jetzt kein Mädchen mehr, aber so wie ich früher. Und wie alle anderen Mädchen da draußen. Ruby geht auf das Maxton Hall College. Und das ist eine Schule schon für privilegiertere Menschen. Und sie hat es durch ein Stipendium dorthin geschafft. Und ja, hat alles dafür gegeben quasi, um auf diese Schule zu kommen, denn Ruby hat einen Traum. Sie möchte schon seitdem sie ein kleines Mädchen ist, nach Oxford und dort studieren. Und bei den Colleges in Oxford ist es so, dass sie eher den reichen Leuten vorbehalten sind und normale Menschen dort wirklich auch nur durch ein Stipendium eine Chance haben. Und für dieses Stipendium, wie gesagt, hat Ruby alles gegeben. Und für Ruby scheint der Traum zum Greifen nah. Sie hat von ihren Lehrern so positive Schreiben bekommen, die sie befürworten für das College. Und sie hat ihre Bewerbungsunterlagen für das College abgegeben. Sie hat Vorbereitungskurse besucht und ihr Leben läuft nach den geordneten Bahnen, so wie sie sich das auch vorstellt. Und eines Tages ist es so, dass Ruby etwas sieht, was sie nicht hätte sehen sollen. Und von dem Moment an ändert sich alles. Denn mit dem, was sie gesehen hat, wird sie in die Welt von James Buford geschmissen. Und James Buford ist quasi der reiche, schöne King an der Schule und er hat über alle das Sagen. Und was Ruby gesehen hat und was James damit zu tun hat und ja, was James' Forderungen an Ruby sind, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, ich bin damit so einer, ich lasse es auf mich zukommen, Einstellung rangegangen. Ich hatte natürlich durch die Again-Reihe schon gewisse Ansprüche, sag ich mal, an das Buch. Und ich muss sagen, was die Handlung betrifft, ist das Buch leider für mich ein bisschen schwach gewesen. Also die Again-Reihe hat mir da auf jeden Fall um einiges besser gefallen. Ich muss sagen, dass dieses Buch für mich schon einige Überraschungen bereitgehalten hat und es gab natürlich hier auch Plot-Twists, die man jetzt nicht so unbedingt hat kommen sehen, aber das meiste der Geschichte war doch sehr, sehr offensichtlich und das meiste in der Geschichte war für mich wirklich so ein Standard, was New Adult-Geschichten betrifft und das fand ich schon ein bisschen schade, denn ich weiß, Mona Kasten kann definitiv mehr und sie hat eigentlich auch mehr drauf und ich weiß nicht, warum das Buch hier an dieser Stelle so zurückgenommen ist. Vielleicht kommt das im zweiten und dritten Teil, dass ja hier noch etwas mehr passiert, denn die Geschichte von Ruby und James zieht sich ja insgesamt über drei Teile, wo ich ja eigentlich auch kein Freund von bin. Aber ich werde die Reihe definitiv weiterlesen, denn das Ende war schon echt fies und ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Deswegen, wie gesagt, werde ich die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Aber wie gesagt, von der Handlung her war das Ganze für mich doch schon eher ein bisschen schwach und sehr standardisiert und das fand ich echt ein bisschen schade und ein bisschen traurig auch, denn ich weiß, wie gesagt, dass Mona Kasten definitiv mehr kann und mehr zu bieten hat. Das gleiche war es bei den Charakteren. Die Charaktere wirkten auf mich teilweise sehr, sehr blass. Also ich konnte manche Charaktere einfach nicht greifen. Bei manchen Charakteren hatte ich das Gefühl, dass die Autorin hier mehr vermitteln wollte, es aber nicht richtig geschafft hat, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Also ich hatte viele Charaktere, die ich einfach von Haus aus absolut unsympathisch fand, wie diese ganze Clique von James, die fand ich alle einfach nur furchtbar. Mal abgesehen noch von dem einen mit dem Engelsgesicht, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber ansonsten fand ich die alle einfach nur ganz, ganz schrecklich und ich weiß nicht, ob die so rüberkommen sollten, so absolut unsympathisch. Aber ich fand die einfach alle furchtbar. Aber dafür fand ich die Eltern von Ruby wieder als Nebencharaktere viel, viel besser. Womit ich teilweise allerdings auch so meine Schwierigkeiten hatte, war Ruby selbst als unsere Protagonistin in der Geschichte. Denn Ruby ist ein sehr komplexer Mensch. Also man hat schon gemerkt, dass unsere Protagonistin ja einen eigenwilligen Charakter hat und dass sie halt auch mehrere Facetten hat an diesem Charakter. Aber trotzdem war Ruby nicht für mich immer vollständig greifbar. Und Ruby hatte halt einfach so viele Eigenheiten und auch so Macken, mit denen ich jetzt nicht ganz so konform gekommen bin und wo ich mich dann auch so teilweise am Kopf gekratzt habe und gedacht habe, aha, gut, ja, aber so ist sie halt. Mit James ging es mir im Endeffekt genauso, gerade was das Ende betraf, konnte ich seine Entwicklung absolut nicht mehr verstehen. Dieses ganze Ding am Ende war für mich absolut unglaubwürdig und unverständlich und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was tust du da?
Ich verstehe es nicht. Und das widerspricht gerade dem Ganzen, was ich vorher gelesen habe. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Also was die Charaktere betraf, war ich auch nicht so ganz überzeugt. Da bin ich noch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen bei der Sache. Also ich hoffe, dass es im zweiten Teil alles ein bisschen klarer wird, ein bisschen definierter, was auch die Strukturen der Charaktere betrifft, dass sich vielleicht manche Sachen stärker hinauskristallisieren. So ging es mir auch mit der Zwillingsschwester von James. Und man hat schon gemerkt, dass sie wahrscheinlich noch ein bisschen eine größere Rolle spielen wird in der Geschichte, aber trotzdem war sie für mich auch nicht greifbar. Und erst war sie so und dann war sie so und irgendwie hat mir dieser Zwischenschritt da auch gefehlt. Also was die Charaktere betraf, ist auf jeden Fall hier noch Entwicklungspotenzial da und ich hoffe, dass die Autorin das wirklich im zweiten und dritten Teil auch noch voll ausschöpft und dass die Charaktere da wirklich noch ein bisschen plastischer werden und nicht mehr ganz so oberflächlich sind und so blass. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist immer schwierig zu beschreiben, aber da hat mir einfach wirklich was gefehlt, was die Charaktere betrifft. Und ich weiß, dass Mona Kasten da definitiv mehr kann. Verdammte Scheiße. Sie hat es bei der Gen-Reihe doch gezeigt. Ich habe mich auch bei Cult of City damals schon gefragt, was ist hier bitte passiert mit den Charakteren? Da fand ich das genauso. Da war das nur noch viel, viel schlimmer. Aber hier, wie gesagt, hat es mir einfach so ein Stück weit gefehlt und ich hoffe, dass im zweiten und dritten Teil, was die Charakterentwicklung auch betrifft, wir da noch einen ganzen Schritt nach vorne machen, sonst wäre es wirklich schade. Kommen wir als nächstes mal zum Setting. Das Buch spielt ja in England, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Ihr wisst, ich liebe Bücher, die in England spielen, London, alles drum und dran. Ah, Schottland, Wales, ah, ist alles so toll. Ich liebe einfach Großbritannien als Setting im Großen und Ganzen, genauso wie ich Irland ganz, ganz toll finde. Ruby wohnt ja in einer kleinen Stadt, ein bisschen weiter entfernt vom Maxton Hall College. Ich habe den Namen dieser Stadt gerade auch vergessen. Ihr wisst, ich kann mir keine Städtenamen merken, wenn die so klein sind. Und ja, Ruby kommt ja auch aus einem ganz normalen, durchschnittlichen Haushalt und sie lebt mit ihren Eltern in einem ganz normalen Haus und das konnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Sie haben Äpfelbäume im Garten und das fand ich auch alles ganz, ganz toll beschrieben. Also was das Reich von Ruby betrifft, konnte ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, auch was die Schule betraf. Hatte ich an manchen Stellen hier und da so meine Schwierigkeiten mit den Dimensionen und den Größen, aber man kann ja immer noch Google fragen und Pinterest und dann kann man sich ja auch mal so Gebäude angucken und dann weiß man wieder, wie die aussehen. Das ist ja, wie gesagt, ein ganz normales Setting. Es ist ja kein Fantasy oder irgendwas, dass man da nichts hat, wonach man mal gucken kann. Und ja, also vom Setting her fand ich es im Großen und Ganzen gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich konnte mir das Ganze gut vorstellen. Auch die Szenenbeschreibung haben mir gut gefallen. Also was das Setting und die Szenenbeschreibung betrifft, kann ich nur sagen, dass mir das gut gefallen hat. Ich würde jetzt nicht so weit sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, denn auch hier denke ich, dass da noch Potenzial nach oben offen ist. Und ja, aber ich konnte es mir vorstellen. Ich wusste, wie das aussah. Ich wusste, was die anhatten. Ich wusste, wie die Charaktere aussehen und von daher hat es für mich im Großen und Ganzen alles gepasst. Damit kommen wir mal für mich zum letzten Punkt und zwar dem Schreibstil. Und hier muss ich sagen, dass Mona Kasten es wieder geschafft hat, mich trotz dieser schwachen Handlung an die Geschichte zu fesseln. Ich habe das Buch an zwei Tagen gelesen. Ich habe es Sonntag angefangen, irgendwann nachmittags und habe bis abends irgendwann gelesen und hatte dann den nächsten Tag noch 100 Seiten und habe das Buch dann beendet. Also Mona Kasten hat es trotz, wie gesagt, der Handlung, die jetzt für mich nicht so wirklich überzeugend war, geschafft, mich an dieses Buch zu fesseln, dass ich immer wissen wollte, wie es weitergeht und was als nächstes passiert. Und das zeigt mir auch, dass diese Frau Bücher schreiben kann. Denn sonst hätte ich das Buch nicht so schnell gelesen. Und es hat wirklich auch Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Wie gesagt, es gab hier und da so ein, zwei Stellen, die mich so ein bisschen aufgeregt haben, wo ich auch so gedacht habe, so, Kinder, kriegt euch jetzt mal wieder ein. Aber im Großen und Ganzen bin ich absolut gut durch die Geschichte gekommen. Ich bin durch die Seiten geflogen. Ich, wie gesagt, war ratzifatzi fertig mit dem Buch. Und das spricht ja eigentlich wieder für das Buch. Also ich denke, dass die Geschichte einfach noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Was für mich halt vielleicht noch so ein Punkt war, womit ich nicht ganz so zurechtkam, ist, dass die Charaktere noch recht jung sind. Und dafür, dass sie noch so jung sind, haben sie irgendwie gefühlt schon extrem viel erlebt. Und das war für mich auch so ein bisschen unwirklich. Das hat mich so ein bisschen an, wie heißt diese Serie noch gleich? Nicht Pretty Little Liars. Die ist anders. Auch nicht OC California. Aber so in die Richtung, an so eine Serie hat mich das erinnert. So reiche und schön mäßig. So reiche Kids wissen nichts mit sich anzufangen und machen den ganzen Tag noch Scheiße, nehmen Drogen und keine Ahnung und sind total cool und machen den ganzen Tag nichts anderes. Und ich denke mir dann einfach nur so, ich kann mit sowas halt nicht wirklich viel anfangen, weil ich mich da auch nicht wirklich hineinversetzen kann in solche Jugendlichen. Und das war für mich halt auch noch so ein Punkt, dass die Charaktere recht jung waren mit ihren 17 Jahren im Vergleich zu anderen Edit-Charakteren, die dann doch schon so um die meistens um die 20, 22, manchmal auch 24 sind. Und das passt für mich einfach besser. Ich weiß nicht, irgendwie
hat das für mich mit dem Alter und dem Ganzen auch nicht so hundertprozentig zusammengepasst. Aber das sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Jugend von heute ja anders ist wie die Jugend zu meiner Zeit. Boah, das hört sich an, als wäre ich steinalt. Aber ich bin auch im Prinzip schon steinalt im Vergleich zu denen. Also deswegen habe ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Probleme damit, immer so ganz konform zu gehen, weil ich mir das einfach auch manchmal nicht vorstellen kann, dass die Jugend von heute wirklich so drauf ist. Also ich glaube nicht, dass alle so drauf sind, aber dass es halt solche Leute gibt, die so drauf sind. Ihr versteht, was ich meine. Save Me ist eine Geschichte mit viel Entwicklungspotenzial. Handlung war standardisiert, aber okay. Charaktere waren auch okay. Ich hoffe, dass da wirklich einfach noch mehr kommt. Vom Setting her war es gut. Und was den Schreibstil betrifft, kann ich mich absolut nicht beschweren. Der hat mich gefesselt. Der hat mich durch die Seiten fliegen lassen. Und ja, was das betrifft, hat Mona Kasten einfach gezeigt, was sie drauf hat. Aber sie kann mehr. Und ich hoffe, dass da einfach in den weiteren Teilen noch mehr kommt. Sonst wäre ich wirklich enttäuscht. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Das war meine Buchvorstellung zu Save Me von Mona Kasten. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.